Herzlich willkommen zum Gemeinde-TV Newsflash, heute aus dieser wunderbaren Nibelungenstadt Pöchlern. Und da haben wir zuerst eine Nachricht, die uns ein bisschen auch selbst betrifft. Gemeinde-TV hat den Sender M4TV übernommen. Und diese beiden Sender werden jetzt in den nächsten Tagen fusioniert und zusammen miteinander auftreten. Ja, M4TV, Mostviertel-TV mit Sitz in Amstetten, war schwerpunktmäßig und sehr bekannt in Amstetten und Weidhofen an der Ips. Und dieser Sender wird ihm jetzt übernommen. Wir picken uns die Vorteile dieser beiden Sender heraus. M4TV mit seiner extrem großen Reichweite erreicht derzeit 1 Million Fernseher. Und diese Reichweite kombinieren wir mit einem modernen und Social-Media-Auftritt von Gemeinde-TV. Immer mit dem gleichen Wert und dem gleichen Grundwert, den wir uns aufersetzt haben, die Region, das Leben am Land und die Wirtschaft zu stärken. So, und jetzt aber nach Pöchlern. Franz Heisler, der Bürgermeister aus dieser Stadt, tritt zurück. Nach 8 Jahren im Amt übergibt er dieses an Frau Barbara Kainz. Sie ist die designierte Nachfolgerin und soll heute Abend, am Donnerstag, hinter mir im Rathaus bei der Gemeinderatssitzung gewählt werden. Sie ist die erste Bürgermeisterin dieser Stadt. Wir wünschen ihr alles Gute. Und jetzt das letzte Thema, die EVN. Die EVN richtet einen Energiehilfefonds für Niederösterreicher ein. Viele Menschen haben derzeit große Sorgen, denn die Teuerung schlägt so richtig zu und das vor allem auch im Energiebereich. Das merken auch die Caritas und Diakonie, denn dort melden sich derzeit so viele Menschen wie noch nie. Insgesamt 3 Millionen Euro schwer ist der Fonds, den die EVN nun für diese Menschen einrichtet, und melden können sich alle armutsgefährdenden Menschen aus Niederösterreich, entweder bei der Diakonie oder bei der Caritas. Eine wertvolle Hilfestellung. Ja, somit sagen wir danke fürs Zusehen heute aus dieser wunderbaren Nibelungengaustadt und wir sehen uns in 14 Tagen wieder beim Newsflash.